Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Norman Weiß vom Kanal Notizhefte. Wenn du neu auf dem Kanal bist, dann überlege doch jetzt zu abonnieren und auch gleich auf die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst. Heute soll es in meinem Video um 5 dicke Bücher gehen. Das ist jetzt nicht das dicke Büchercamp, eine Challenge, die es wohl gibt, wo man sich selber die Aufgabe stellt, möglichst viele dicke Bücher während des Sommers zu lesen. Diese Aufgabe würde ich mich nicht unterziehen wollen. Ich möchte einfach ein paar ausgewählte Bücher präsentieren. Und das Gemeinsame dieser Bücher ist eben ihr Umfang. Es handelt sich um eine Reihe von Romanen, die im 19. und 20. Jahrhundert erschienen sind. Im 19. Jahrhundert ist dieser Roman erschienen, Leo Tolstoi, Krieg und Frieden. Die russische Erstausgabe von Wojna i Mir erfolgte 1868-69. Ich halte hier eine eng bedruckte Dünndruckausgabe von Winklers Weltliteratur in den Händen und in dieser Form kommt das Buch auf ganze 1598 Seiten und ist damit das dickste und älteste Buch, das ich heute vorstellen möchte. Das monumentale Epos steckt voller Gegensätze und der Titel Krieg und Frieden deutet das ja gewissermaßen schon an. Russland, das an der Seite seiner europäischen Verbündeten gegen Frankreich kämpft, gehört 1806 zu den Verlierern und wird nach einer Phase des Friedens im Jahre 1812 dann selbst angegriffen, als Napoleon auf die Idee verfällt, Moskau zu erobern. So wechseln sich Krieg und Frieden ab. Wir begegnen aber natürlich nicht nur den historischen Persönlichkeiten Napoleon als Kaiser der Franzosen und Alexander I. als Zar aller Preußen, sondern es gibt einen wahren Figurenkosmos, der in jeder guten Ausgabe von Krieg und Frieden durch einen umfangreichen Personenstammbaum überhaupt erst aufgeschlüsselt wird, damit man weiß, wer wer ist und mit wem verwandt ist und versuchen kann, den Überblick über diese Figurenvielfalt zu behalten. Diese beiden russischen Adelsfamilien sind natürlich auch in das Kriegsgeschehen eingebunden, soweit sie über wehrfähige Männer verfügen, die an der Front sind, oder wenn es ältere Entscheidungsträger sind, die in den Ministerien sitzen und insofern mit den Staatsgeschäften, zu denen ja auch der Krieg gehört, in Berührung kommen. Aber es gibt eben auch die anderen Teile der Familie und die begleiten wir bei Jagden, bei Hofgesellschaften, auf den Landgütern, wenn sie dann, weiß ich, im Garten sitzen und Tee trinken. Also es ist ein ganz breites, lebenspralles Panoptikum, was uns hier vorgeführt wird. Dieses üppige Sozialleben steht der Situation an der Front und in der Etappe gegenüber und das Buch besteht zu einem wirklich wichtigen Teil auch aus Kriegsschilderungen. Und Tolstoi zeigt hier eine immer wieder gerühmte und tatsächlich auch erfahrbare erzählerische Meisterschaft, wenn es darum geht, dies mit Worten ungeheuer anschaulich zu machen. Und in mir halt die ja schon etwas länger zurückliegende Lektüre dieses Buches nach wie vor nach. Und Atmosphäre und Leuchtkraft dieser Schilderung ist nach meinem Eindruck wesentlich stärker, als sie in dem Museum über den Vaterländischen Krieg von 1812, das 200 Jahre später in Moskau eröffnet worden ist, ja
evoziert werden kann. Museumsdidaktisch ist das ohnehin sehr kritisch zu beurteilen und nach unseren Auffassungen nicht wirklich auf der Höhe der Zeit, auch was so Präsentationstechniken angeht, obwohl das mit gewissem Aufwand gemacht ist, aber es ist eben eine gewisse Jubelveranstaltung über den Sieg der zaristischen Armee. Und beim Durchgang durch dieses Museum, das ist jetzt glaube ich zwei Jahre her, dass ich da dort war, wird also trotz des Aufwandes, der getrieben wird, also man sieht auch viele Gala-Uniformen und persönliche Gegenstände, aber trotzdem wirkte das alles ungeheuer leblos. Und obwohl es nun anschauliche Gegenstände aus der Zeit sind, kommt das nicht mit, wie hier eben Tolstoi das wortgewaltig verlebendigt. Also insofern eine wirklich großartige schriftstellerische Leistung, die dieses Buch darstellt. Ich lese vielleicht mal den Anfang vor, ein paar Zeilen. Eh bien, mon prince, Genua und Lucca sind weiter nichts mehr als Apanagegüter der Familie Bonaparte. Nein, ich erkläre Ihnen, wenn Sie mir nicht sagen, dass wir Krieg bekommen werden und wenn Sie sich noch einmal unterstellen, alle Schandtaten und Grausamkeiten dieses Antichristen in Schutz zu nehmen, denn dass er der Antichrist ist, das glaube ich, so kenne ich Sie nicht mehr. Vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus mein treuer Sklave, comme vous dites. Vor allem aber, guten Abend, je vois que je vous fais peur. Setzen Sie sich und erzählen Sie. So sprach im Juni 1805 das bekannte Hoffräulein Anna Pavlovna Scherer, die Vertraute der Kaiserin Maria Fjodorowna, als sie den Fürsten Wassili empfing, einen hohen, einflussreichen Beamten, der als erster zu ihrer Abendgesellschaft erschien. Und so nimmt dieses monumentale Buch seinen Anfang. Leo Tolstoi, Krieg und Frieden, das erste dicke Buch. Nummer 2. Thomas Mann, Der Zauberberg. Dieses Buch erschien 1924 und in der mir vorliegenden Frankfurter Ausgabe hat es 1006 Seiten. Thomas Mann hat das Buch 1913 begonnen. Es war als Novelle geplant. Es sollte sozusagen Fingerübung sein, um den Entstehungsprozess des Felix Krull zu befördern. Naja, daraus ist bekanntlich nichts geworden. Die Novelle hat sich ausgewachsen. Der Felix Krull blieb Jahrzehnte liegen und auch sonst hat der Schreibprozess des Zauberwerks natürlich seinerseits Unterbrechungen erfahren, denn Thomas Mann schrieb ein gutes Jahrzehnt an diesem Buch. Wie viele Werke von Thomas Mann geht es auf ein persönliches Erlebnis zurück. Ehefrau Katja war mehrmals zu Sanatoriumsaufenthalten in der Schweiz, weil sie mit der Lunge Probleme hatte und bei einem dieser Aufenthalte wurde sie von ihrem Ehemann Thomas besucht und wie immer nutzte er das, was er sah, sofort und münzte es in einen literarischen Text um. Und so verbindet sich dann in diesem Buch, das im Lauf der Zeit eben immens anwächst, eine Gesellschaftsdarstellung, die auch analytisch ist und gewisse Fehlentwicklungen und Perspektivlosigkeiten aufzeigt. Und außerdem kreist der Text ebenfalls wie häufig bei Mann um Gegensatzpaare, also Krankheit und Tüchtigkeit. Castorp und Ziemsen, die beiden gegensätzlichen Verwandten, die beiden vom Typus her unterschiedlichen jungen Männer. Und es ist eben der Tüchtige, der stirbt. Und das ist der, der freiwillig krank wird, der das Sanatorium überlebt, um dann allerdings an der Front im Schlamm zu verschwinden. Es geht um Wissenschaft und Mystik und der Entwicklungsroman des Hans Castorp vollzieht auch Entwicklungen des Autors Thomas Mann nach, der als konservativer Nationalist in den Weltkrieg gegangen war, sich während dieser Zeit in den Betrachtungen eines Unpolitischen, als sie dann 1918-19 erschienen, sozusagen schon selbst von dieser Position entfernt hatte, dann 1923 zum Vernunftrepublikaner wurde und all dies spielt eben in diesem Roman auch eine Rolle, sodass die Entwicklung Manns und Castorps nicht parallel
Das wäre nicht wirklich zutreffend, aber beide Entwicklungen ist miteinander verflochten. So, glaube ich, kann man das ganz gut sagen. Und Thomas Mann hat davon gesprochen, dass er selber, der aus dem Ästhetizismus des 19. Jahrhunderts komme, hier die Wandlung hin zu einer realistischen Betrachtungsweise nachvollziehe. An sich und an Castorp. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich beginne nicht aus dem kurzen Vorspruch, sondern aus dem ersten Kapitel. Ein einfacher junger Mensch reist im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davosplatz in Graubünden. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen. Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise. Zu weit eigentlich im Verhältnis zu einem so kurzen Aufenthalt. Es geht durch mehrere Herren Länder, bergauf und bergab, von der süddeutschen Hochebene hinunter zum Gestade des Schwäbischen Meeres und zu Schiff über seine springenden Wellen hin, dahin über Schlünde, die früher für unergründlich galten. Von da an verzettelt sich die Reise, die so lange großzügig in direkten Linien vonstatten ging. Es gibt Aufenthalte und Umständlichkeiten. Beim Ort Rorschach auf schweizerischem Gebiet vertraut man sich wieder der Eisenbahn, gelangt aber vorderhand nur bis Landquart, einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist. Und in dieser Ausführlichkeit und kleinteilig beginnt der Roman, um sich späterhin immer mehr zu verdichten. Die Zeit vergeht anfangs überhaupt nicht und am Ende ganz schnell. Dieser Kunstgriff entfaltet eine wirkliche Sogwirkung und vermittelt eine sehr gute Leseerfahrung. Von großer Bedeutung für jeden Musikliebhaber ist natürlich das Kapitel Die Fülle des Wohllauts, in dem Hans Castorp als Herr über den Plattenspieler, der zur Unterhaltung angeschafft wird, dann seine abendlichen oder nächtlichen Hörerfahrungen macht. Und es gelingt Thomas Mann hier auf ganz unnachahmliche Art und Weise, sich mit Musik, Gesang und dem Vorgang des Musikhörens auseinanderzusetzen. Ein Kabinettstück sondergleichen. Und insgesamt ein echtes Welttheater, ein wunderbares Buch, das in seiner Dimension, ja, das in seinen Dimensionen nicht an diese handlungsstarke Komplexität von Tolstois Krieg und Frieden heranreicht, das aber viel über gedankliche Vorgänge, über geistige Auseinandersetzungen geht und da diese tiefen Dimensionen erreicht. Anders, aber genauso gut. Das dicke Buch Nummer 3 ist Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. 1930 erschien ein erster Band, 1932 ein unvollständiger zweiter. Im April 1942 starb Musil, ohne das Werk zu vollenden. Aus dem Nachlass erschien dann 7 Monate später, 1943, ein erster Rest, wenn man so will. Und die hier vorliegende Ausgabe von 1952 enthält diese ersten 3 Bände und noch weitere Kapitel aus dem Nachlass. Die ursprüngliche Version bestand also, wenn man dieses Buch zugrunde legt, aus 1063 Seiten. Es sind dann 590 aus dem Nachlass dazugekommen, sodass dieses Buch in seiner jetzigen Form tatsächlich länger ist und umfangreicher als Krieg und Frieden. Aber die ursprünglich veröffentlichte Version ist eben kürzer, weil ich vorhin sagte, dass der Tolstoi das älteste und das dickste Buch sei. Hier wird geschildert ein Jahr, das letzte Friedensjahr in der Donaumonarchie, 1913-14. Es ist ein nüchterner Blick auf eine untergehende Welt, die für Musil aus der Rückschau aber
offenbar auch schon für die Zeitgenossen abgedankt hatte, überlebt ist und keine Perspektive mehr entwickeln kann. Das wird an vielfältigen ironischen Elementen deutlich, beispielsweise dieser Parallelaktion, die vorbereitet wird hier, das 70. Thronjubiläum von Franz Josef, das dieser dann aber doch nicht mehr erlebt. Das Verhältnis zum Deutschen Reich, diese seltsame Konkurrenz, in der sich die beiden Länder befinden, das wird eben auch hier thematisiert. Natürlich geht es auch um persönliche, schwierige, zwischenmenschliche Beziehungen. Also auch Freud schaut so ein bisschen hinein in diesen Roman. Ulrich, der Hauptcharakter, ist eigentlich eine sehr moderne Figur. Er möchte sich auf nichts wirklich festlegen und entzieht sich vielem, verweigert sich auch vielem. Und das Buch ist dann, ja, es zerfasert in gewisser Weise. Und daraus gewinnt es eben seine großartige Bedeutung. Es ist nicht wirklich einfach zu lesen und in dieser ja nun sehr umfangreichen Version eine Herausforderung. Auch hier liegt meine Lektüre schon ziemlich lange zurück. Und ja, das wäre ein Buch, was man mal wieder lesen müsste, wenn man sich die Zeit nehmen würde und auf Neuerscheinungen verzichtete. Auch hier lese ich den Anfang vor, er ist sehr bekannt. Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum, es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, der Lichtwechsel des Mondes, der Venus, des Saturnringes und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft und die Feuchtigkeit der Luft war gering. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht gut bezeichnet, auch wenn es etwas altmodisch ist, es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913. Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Nummer 4, Gabriele Tergit, Effingers. Das ist nun, ähnlich wie bei Tolstoi, ein Familienroman, der mit weltgeschichtlichen Ereignissen verbunden ist. Bei Tolstoi sind es die Napoleonischen Kriege, hier ist es die Judenvernichtung. Effingers sind eine jüdische Familie, die als preußische Patrioten in Deutschland leben und dessen ungeachtet am Ende in die Vernichtungslager müssen. Die Geschichte der Familie Effinger beginnt mit einem Brief des 17-jährigen Lehrlings Paul Effinger und sie endet mit einem Brief, dem Abschiedsbrief des nunmehr 80-jährigen kurz vor seiner Deportation in die Vernichtungslager. Effingers ist eine Familienchronik über vier Generationen, die vor allem die Epochenbrüche und das besondere Schicksal einer jüdischen Familie beobachtet, deren Mitglieder glühende Patrioten und Preußen waren. Temporeich, vielstimmig und historisch präzise bis ins kleinste Detail zeichnet der Roman die wechselnden Zeitstimmungen und sich drastisch wandelnden Sitten nach. Dieses Buch erschien zuerst 1951. In dieser Ausgabe der Büchergilde hat es 885 Seiten und der Anfang ist eben so ein klassischer Brief im Duktus, wie man ihn in den 1870er Jahren verwendete. Ein junger Mann, Paul Effinger, 17 Jahre alt, schrieb 1878 einen Brief. Meine hochverehrten Eltern, euren Brief vom 25. habe ich empfangen und beeile mich, denselben zu beantworten. Auch hier merkt man den großen Aufschwung, der überall zu bemerken. Ich arbeite nun in der Eisengießerei und ich kann sagen, es ist eine schwere Arbeit. Wir fangen um 5 Uhr früh an und hören um 6 am Nachmittag auf, das sind 11 Stunden Arbeit. Vielfach wird aber auch erst um 7 Uhr aufgehört. Für die Arbeiter ist das schrecklich. Und so geht es weiter. Das Buch habe ich noch nicht gelesen. Und es wäre schön, ich sagte das schon bei Gelegenheit, wenn es mir gelänge, das Buch in diesem Sommer zu lesen. Das
letzte und jüngste Buch in dieser Reihe ist Fegefeuer der Eitelkeiten von Tom Wolfe. Es erschien im amerikanischen Original zuerst 1987. In dieser Taschenbuchausgabe hat es 926 Seiten. Hauptperson ist der Wall Street Broker Sherman McCoy, ein von sich selbst überzeugter, skrupelloser, auf Äußerlichkeiten bedachter Mensch, der typische Emporkömmling und Neureiche. Der frustrierte Unterstaatsanwalt Larry Kramer, der berufliche und persönliche Probleme hat, und schließlich der heruntergekommene Journalist Peter Fellow. Er ist nämlich Brite und fühlt sich in New York unwohl und den Amerikanern kulturell überlegen, ist aber nicht wirklich erfolgreich und betrinkt sich regelmäßig, lässt sich freihalten und ist kurz davor, in die Bedeutungslosigkeit abzugleiten. Dann passiert das, was alles verändert. McCoy, der mit seiner Geliebten unterwegs ist, fährt einen Mann an, verletzt ihn und begeht Fahrerflucht. Und das verändert alles, weil natürlich kommt das raus. Und in dieser Zeit gibt es große Protestaktionen gegen die Stadtregierung. Es gibt eine große Unzufriedenheit in der schwarzen Bevölkerung. Und dieser Unfall, von dem aufgrund des Autos angenommen wird, dass es sich um einen weißen Fahrer handelt, ist die Situation so explosiv, dass man das nicht einfach unter den Teppich kehren kann, sondern dass ermittelt wird und das herauskommt, wie es gewesen ist. Der Fall wird dann dem frustrierten Unterstaatsanwalt zur Ermittlung übertragen und der erfolglose Journalist kommt an Informationen und bringt die Story groß raus. Und so verändert sich die Welt aller Beteiligten. Der Staatsanwalt versucht, sich darüber zu profilieren und seine Behörde und sich persönlich gut darzustellen. Der Journalist versucht, groß rauszukommen. Für den Börsenmensch bricht seine Welt zusammen. Seine Ehe gerät in Gefahr, weil natürlich auch rauskommt, dass er die Geliebte hat. Und er ist am Ende finanziell ruiniert, weil die Forderungen immer zunehmen. Und dann stirbt das Unfallopfer auch noch. Also die Situation ist sehr dramatisch, sehr bewegt. Es bleibt letztendlich kein Stein auf dem anderen, jedenfalls für die Individuen. Strukturell ändert sich natürlich nichts. Ja. Auch das wird klar. Das Buch ist sehr zynisch. Es ist in einer sehr schnellen Sprache geschrieben. Es ist auch so ein bisschen lautmalerisch. Also die sprachlichen Unterschiede, was die gebrauchten Codes angeht, was die Korrektheit, die Artikulationsgenauigkeit angeht. Also da werden Klassenunterschiede, Bildungsunterschiede, das wird alles sehr deutlich gemacht. Es ist kein angenehm zu lesendes Buch. Die Beschreibung des verkaterten Journalisten, wie er also aus dem Koma erwacht und sozusagen sich die Alkoholikerkarriere abzeichnet, das ist schlicht und einfach abstoßend. Und auch sonst finden sich keine wirklichen Sympathieträger in diesem Buch. Es ist ein schonungslos gezeichnetes, hektisches Bild einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Situation in Amerika. Und insofern unterscheidet es sich sehr von den anderen Büchern, die zwar auch nicht zwingend einfach zugänglich sind, was ihre sprachliche Ausgestaltung angeht. Und alles sind letztendlich 8000er, die man besteigen muss. Aber das ist sozusagen alltagsorientierter, aber es ist, nach meiner Erinnerung, ist es keine angenehme Leseerfahrung. Es ist mit einer gewissen Spannung versehen, aber wie soll ich sagen, obwohl die Menschen einem zeitlich näher stehen, waren sie zumindest mir nicht wirklich sympathisch. Sie waren natürlich auch durch Herkunft, durch soziale Stellung alle sehr unterschiedlich. Also ich fand es schwierig, sich hier mit irgendjemandem zu identifizieren. Obwohl dieses Buch mir ja zeitlich gesehen am nächsten liegt, ist es das, was mir am wenigsten gefällt. Das Thema ist zwar gut und das Buch ist auch interessant, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, aber die Darstellung, die
Personenbeschreibung, der Stil, das ist alles irgendwie unangenehm. Niemand entwickelt sich auch nur ansatzweise zum Sympathieträger. Es ist letztendlich keine schöne Leseerfahrung gewesen. Aber jetzt auch ohne großen aufklärerischen Impuls oder theoretischen Überbau. Es ist eine gnadenlose Gesellschaftsbeschreibung und die Leute, die beschrieben werden, sind alle unsympathisch. So, glaube ich, kann man das ganz gut zusammenfassen. Also es ist durchaus interessant, das Buch zu lesen, aber gefallen in dem Sinne hat es mir nicht. Ja, das waren die 5 dicken Bücher, die ich heute vorstellen wollte. Und jetzt ist auch schon länger draußen wieder ruhig. Vorhin ist der Motorradkorso, der alljährlich Anfang Juli durch Berlin fährt, vor unserem Haus vorbeigefahren. Das hat sicherlich für den einen oder anderen Unterbrecher gesorgt. Ich hoffe aber trotzdem, dass man alles gut verstehen konnte. Ich wäre neugierig, was ihr von diesen Büchern haltet, welches ihr kennt. Und sicherlich kommt die Frage, warum der Ulysses nicht dabei ist. Das ist ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe und ich bin mir auch immer noch unsicher, ob ich das überhaupt lesen möchte. Das hat Gründe, über die ich jetzt hier nicht sprechen muss, sonst wird das Video zu lang. Aber ich glaube, auch so ist ein interessantes Panorama zusammengekommen von den 1860er bis zu den 1980er Jahren und 5 Bücher mit Unterschiedlichkeiten, aber auch mit Ähnlichkeiten. Und die Kombination der Weltsicht macht dann eben den Gewinn beim Lesen aus, auch wenn einem das eine oder das andere Buch besser oder weniger gut gefallen mag als die anderen. Das war's für heute. Bleibt gesund und bis zu meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.